Diese Geschichte ist unglaublich. Ein Physiker steckt seinen Kopf in einen Teilchenbeschleuniger und ein hochenergetischer Protonenstrahl schießt durch sein Gehirn. Das ist wirklich geschehen und wir schauen uns die unfassbaren Originalaufnahmen des Gehirns an und klären, was dem Physiker passiert ist und ob er überlebt hat. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dadurch kriegen wir den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video durch die Hirne von noch mehr Menschen zu schießen. Danke Leute und herzlich willkommen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie tollpatschig seid ihr? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht gibt's ja einige unter euch, die genau so sind wie ich. Ich bin nämlich so ziemlich der größte Tollpatsch auf dem Planeten. Fragt meine Frau, die wird's euch bestätigen. Aber selbst mir ist Folgendes noch nie geschehen. Meinen Kopf in einen Teilchenbeschleuniger zu stecken und versehentlich einen hochenergetischen Strahl durch mein Gehirn geschossen zu bekommen. Genau das ist aber Anatoli Bogorski passiert, ein russischer Physiker, der am Institut für Hochenergiephysik in Protwino in Russland, damals noch der Sowjetunion, arbeitete. Das Institut hatte sich zum Ziel gesetzt, die subatomaren Teilchen und die Eigenschaften der Kernphysik zu erforschen. Und Bogorski war an einer besonderen Forschung beteiligt, die sich mit dem Bau von Teilchenbeschleunigern befasste. Also eine Technik, mit der wir heute noch zum Beispiel am CERN in der Schweiz versuchen, die größten Geheimnisse des Universums zu lösen. Also zum Beispiel, gibt es noch weitere uns unbekannte subatomare Teilchen? Warum scheint die Quantenphysik die kleinste Ebene des Universums zu sein? Und warum legen Leute Ananas auf Pizza? Letztere Frage werden wir wohl nie beantworten können. Teilchenbeschleuniger sind Geräte, die subatomare Teilchen auf hohe Energien beschleunigen, um sie bei Kollisionen miteinander zu studieren. Und die Ergebnisse dieser Kollision, die können dann im Optimalfall unser Verständnis der fundamentalen Eigenschaften des Kosmos verbessern. Bogorski arbeitete in den späten 70er Jahren am größten sowjetischen Teilchenbeschleuniger, dem U-70 Synchrotron, der Protonen auf Energien von bis zu 76 Gigaelektronenvolt beschleunigen konnte. Definitiv ein sehr spannender Job, doch am 13. Juli 1978 hätte Bogorski sich vermutlich etwas weniger Spannung gewünscht. Haltet euch fest, denn was an diesem Tag geschehen ist, wird eure Teilchen in Wallung bringen. Bogorski wollte ein Problem mit dem Strahlrohr untersuchen, also der Röhre, innerhalb derer die Teilchen beschleunigt werden. Während er seinen Kopf in das Rohr steckte, geschah das Unfassbare. Ein Protonenstrahl raste durch das Rohr und durchdrang seinen Schädel. Wie konnte das passieren? Die Antwort, wie so oft, menschliches Versagen. Der Beschleuniger wurde von einem Kollegen aktiviert, der auch das Problem lösen wollte, wegen dem Bogorski seinen Kopf in das Rohr gesteckt hatte. Ein tragischer Arbeitsunfall und die Moral aus der Geschichte, haltet eure Kollegen bei der Arbeit immer im Auge. Vor allem, wenn ihr wisst, dass sie Ananas auf Pizza legen. Solchen Leuten kann man nicht trauen. Was geschah in diesem Moment mit Anatoli Bogorski? Spoiler, er hat es überlebt und konnte daher genau schildern, wie er das Durchdringen seines Hirns von einem Protonenstrahl wahrgenommen hat. Nach eigener Aussage sah er ein Licht, heller als 1000 Sonnen, spürte aber keinen Schmerz. Äußerliche Verletzungen gab es auch nicht. Der Protonenstrahl war so energiereich, dass er durch den Schädel von Bogorski drang, ohne ihn zu durchbohren. Der Strahl bewegte sich mit so hoher Geschwindigkeit durch seinen Schädel, dass die Schäden auf eine sehr kleine Fläche konzentriert waren und seine äußere Haut so weitestgehend unbeschädigt blieb. Im Gehirn von Bogorski löste der Protonenstrahl allerdings einige Schäden am Gewebe und den Zellen aus. Schäden an seinen Nervenfasern, die den Gesichtsmuskel kontrollieren, haben zu einer teilweisen Gesichtslähmung geführt. Der Protonenstrahl beschädigte auch die Nervenzellen im Ohr von Bogorski und das wiederum hat zu einem anhaltenden Tinnitus, also einem ständigen Ohrenrauschen, geführt. Aber das war's auch schon. Bogorski zog seinen Kopf aus dem Stahlrohr, sein Gehirn durchbohrt von einem super energiereichen Protonenstrahl und die einzigen Nachwirkungen waren eine teilweise Gesichtslähmung und ein Tinnitus. Versteht mich nicht falsch, natürlich sind das tragische Folgeschäden, die Bogorskis Leben für immer verändert haben. Aber angesichts dessen, was passiert ist, muss man hier doch wirklich vom Glück im Unglück sprechen, oder? Der Protonenstrahl hätte seinen Tod oder schwerwiegende Verletzungen verursachen können. Sein Glück war aber, dass der Strahl so schnell und so energiereich durch sein Hirn flog, dass größere Schäden vermieden wurden. Aber ich höre schon einige von euch fragen, aber was ist denn genau in seinem Kopf passiert?
An dieser Stelle nochmal kurzer Hinweis, dass ihr mir sehr mit einem Daumen nach oben für das Video helfen könnt. Machen wir eine kleine Challenge draus. Mal schauen, ob wir 4000 Likes hinkriegen. Los geht's, Leute. Okay, also der Strahl durchdrang Bogorskis Hinterkopf, die sogenannten Okzipital- und Temporallappen seines Gehirns, das linke Mittelohr und trat durch die linke Seite seiner Nase wieder aus. Diese Teile seines Kopfs erhielten eine Strahlendosis von 200.000 bis 300.000 Röntgen. Nur um sich das mal vorzustellen, bei der natürlichen Strahlenbelastung, die auf den Durchschnittsmenschen wirkt, würde es 1 Million Jahre dauern, um 300.000 Röntgen abzubekommen. Das Durchqueren von Bogorskis Gehirn durch den Protonenstrahl verursachte eine Kaskade von Ereignissen, die zur Entzündung des betroffenen Gehirngewebes geführt haben. Und die Energie des Protonenstrahls reichte aus, um Atome und Moleküle zu ionisieren, was dann eine Kettenreaktion in Gang setzte. Da stellt sich die Frage, wie um alles in der Welt hat Bogorski das überlebt? Und die Antwort ist, niemand weiß es. Dr. David Brenner, Leiter der Abteilung für Strahlungsbiologie am Columbia University Medical Center, sagt, das Gehirn ist eine sehr empfindliche Struktur und wenn es mit hoher Dosis bestrahlt wird, kann es zu schweren Schäden kommen. Eine Strahlendosis, die so hoch ist wie die Bogorski erhielt, hätte in der Regel zum Tod führen müssen. Es muss eine Verkettung von sehr vielen glücklichen Umständen gewesen sein, die Bogorski vor dem Tod bewahrt hat. Wie schon erwähnt, die Geschwindigkeit des Strahls, der genaue Eintrittswinkel und der exakte neuronale Bereich, der durchdrungen wurde, und eine gute Regenerationsfähigkeit seines Gehirns. Es ist wohl nicht vermessen zu sagen, dass wenn nur eine kleine Variable wie der Neigungswinkel seines Kopfs minimal anders gewesen wäre, Anatoli Bogorski heute tot wäre. Richtig gehört, er lebt immer noch und ist mittlerweile 81 Jahre alt. Seine Lebenserwartung wurde durch das Ereignis also scheinbar nicht betroffen. Da fällt mir ein, hat nicht auch der Hulk seine Superkräfte sogar erst bekommen durch den Kontakt mit radioaktiver Strahlung? Nicht zuletzt durch diesen Unfall sind die Sicherheitsvorkehrungen an Teilchenbeschleunigern heutzutage wesentlich höher. In Anlagen wie dem CERN in der Schweiz sind die Strahlrohre wesentlich besser abgeschirmt und die Sicherheitsprotokolle sind viel, viel schärfer. Zum Beispiel werden heute dicke Betonwände verwendet, die die Strahlrohre umgeben. Diese Wände sind in der Lage, den Großteil der energiereichen Teilchenstrahlen aufzuhalten und zu verhindern, dass Leute ihren Kopf reinstecken und dass sie aus dem Strahlrohr austreten. Außerdem gibt es sogenannte Beam-Dumps, in denen bei Notfallsituationen die Energie der Protonen gefahrlos in Wärme Energie bis zu 800 Grad umgewandelt wird. So tragisch die Geschichte von Anatoli Bogorski auch ist, wir haben dadurch viel über die Wirkung hochenergetischer Strahlen auf das menschliche Gehirn gelernt, sowie die Sicherheitsvorkehrungen in Teilchenbeschleunigern erheblich verbessert. Kurzer Hinweis, dass ich ganz knapp vor den 150.000 Abonnenten stehe. Wenn ihr dieses Video schaut und noch nicht abonniert habt oder weltraumbegeisterte Freunde und Verwandte kennt, dann würde ich mich galaktisch freuen, wenn ihr mir helft, die 150.000 voll zu machen, damit ich nie wieder Pizza Hawaii essen muss. Danke, Leute. Bleiben wir mal beim Thema gigantische Energiemengen, die heftigste Explosion, die die Menschheit jemals live beobachtet hat, bei der die Energie von 50 Millionen Atombomben freigesetzt wurde, geschah auf dem Jupiter. Und unglaublich Originalaufnahmen. Dieses Ereignis gibt es im angezeigten Video, schaut es euch unbedingt mal an. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann holt euch im Weltraumshop die Shirts aus den Videos, echte Meteoriten, Plüschschwarze Löcher und vieles mehr. Jeder Kauf hilft mir, den Kanal weiter zu betreiben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.